Frühstück Tag 4. Heißes Wasser, Salat und Müsli. Müsli mit Goji-Beeren und Bananenscheiben. Es ist Montagmorgen, wir sind ausgecheckt. Es regnet, wie ihr seht. Völlig eindeutig, klassisches englisches Wetter. Wir sind am Weg zu Starbucks und dann müssen wir uns das überlegen, was wir heute noch machen. Der Flieger geht um 19.30 Uhr oder so, oder 20, keine Ahnung, landet um 22.30 Uhr in Köln, also haben wir heute auch noch den ganzen Tag hier quasi. Und da muss man mal gucken, was man hier im Regen so machen kann. Starbucks auf der Oxford Street. Riesen viel Platz. Wir waren jetzt 2 Stunden in Starbucks, es war sehr nett, der Regen hat aufgehört. Fast. Jetzt geht es nochmal zu Whole Foods, wo wir gestern schon mal waren. Aber wir müssen noch mehr kaufen. Und danach was zu suchen, wo man Mittagessen kann. Und dann Richtung Buckingham Palace, wo an der Victoria Station, was nahe da ist, unser Bus nach Stansted fährt. Wir sind ursprünglich in Heathrow gelandet. Wir fliegen aber jetzt von Stansted zurück. Ich weiß gar nicht mehr wieso. Aber ich hatte da einen Grund für. Weil es billiger war, echt? Ja. Okay. Achso, kann sein. Ja, ich bin ja, wie heißt das? Financially savvy. Also bis später. Ist das nicht eine Hammerstraße? Wir sind im Tibbetts. Tibbetts, hier gibt es ein Buffet. Das ist total nett. Und auch total teuer. Denn für diesen Teller zahle ich 17 Pfund, also fast 20 Euro. Unfassbar. So, wir haben gut gegessen, sind die Regent Street entlang gegangen und sind jetzt am Piccadilly Circus, den ihr hier hinter uns seht. Und damit auf dem Weg zum Palast. Zum Buckingham Palace und irgendwo ist hier auch Westminster Abbey und da müssen wir wahrscheinlich auch noch hin, bevor wir uns aufmachen zur Victoria Station, von wo aus unser Bus geht. Dieses Essen, habe ich das gesagt, war sauteuer. Ich habe es gesagt, ich muss es nochmal sagen, es hat mich so geschockt. 17 Pfund für so ein Plätzchen mit Salat, unfassbar. Das war die Regent Street, da sind nur die ganzen super teuren Geschäfte. Ach ja, und Selbstbedienung, unfassbar teuer. Das war, glaube ich, das Teuerste, was wir hier gegessen haben. War auch nichts geplant. So, wir sind irgendwie gerade hier irgendwie mitten in dem Palast oder so. Und hier gibt es auch eine ganz lange Schlange von Leuten, die da in Churchill War Rooms rein wollen. Die stehen irgendwie alle hier an. Oh, das könnt ihr nicht sehen. Da hinter ihr. Und es regnet nicht. Wir gucken jetzt, was es hier noch gibt. Wir sind hier direkt an Westminster Abbey und es wird Donald Trump Toilet Paper verkauft. Er wird heute ausverkauft sein und ich habe keine Pfund, um welche zu kaufen. Nur Kreditkarte. Jump new roll everybody, don't miss out, we have both. Es ist 19.26 Uhr. Mit unglaublich viel Stress sind wir jetzt endlich mit dem Bus nach Stansted gefahren, weil der Flug von Stansted ja billiger war. Und ich wollte, weil überall bei Rewe, bei DM, bei Rossmann und so weiter Erdnussbutter ausverkauft ist, Erdnussbutter nach Deutschland schmuggeln, haben sie mir leider weggenommen und gespendet, weil Erdnussbutter als flüssig gilt. Und habe ich keine Erdnussbutter. Ich muss wahrscheinlich doch noch mal irgendwann suchen. Oder seit 2 Monaten gibt es keine Erdnussbutter mehr zu kaufen in Deutschland, habe ich das Gefühl. Und als wir dann hier angekommen sind, kam dann die Nachricht aufs Handy, der Flug verzögert sich um eine halbe Stunde oder so. Ja, jetzt müssen wir mal gucken, ob wir hier noch irgendwie was zu essen kriegen oder was zu trinken, brauche ich eigentlich auch noch. Und jetzt kann es ein bisschen chilliger gehen. Bis später. Ich habe hier in einem Laden Abendessen gefunden. Vegan. Es ist 12:15 Uhr. Ich bin wieder in Köln. Ich stehe hier an der U-Bahn, fahre jetzt nach Hause. Und dann muss ich den Romy treffen.
du arme Katze. Ja, komm. Ja, komm. Hier riecht es ja nach Lachs. Hast du Lachs? Oder Romy hat gekotzt. Hi. Na, wie ist es dir ergangen? Wie ist es dir ergangen, Superschatz? Da hast du es hingeschleppt, das Stück Lachs. Ich habe dem Romy extra ein Stück Lachs gekauft. Damit er meine Abwesenheit leichter verkraftet. Was ist? Ja komm, die ganze Futter. Ja, ich habe dich ganz allein gelassen. Das ist total gemein von mir. Ja. Oh Gott, du süßes Ding, du. Und hier ist ja leer. Da können wir was reintun, wa? Du süßes Ding, du. Ja. So, ich würde jetzt das Romy-Leinchen, ich bin wieder da. Der arme Kater. Ich hatte eine Katzenzitterin natürlich, die sich um den gekümmert hat, während ich nicht da war. Und die mir Fotos geschickt hat und so. Wie ich das immer mache. Also, bis dann!